Möglichkeiten haben wir jetzt für Sie, der Scanner. Weltpremiere. Das erste kommerzielle Wellenkraftwerk versorgt an der spanischen Steilküste bei San Sebastian die Bevölkerung mit Strom. Ein deutsches Unternehmen lieferte die Technik. 16 Turbinen sind in der Hafenmole integriert. Dabei strömen Wellen in einen Hohlraum, wodurch die Luftsäule zusammengepresst wird. Dieser Druck treibt Turbinen an, die derzeit Strom für 600 Haushalte erzeugen.